gerade ein paar Tropfen tanken. Hab noch den 934 geladen. Geht heute Morgen rüber nach Petersberg. Hier mal sind wieder da oben aus. Dann, keine Ahnung, habe ich ja gestern schon erwähnt, dass wir in Kohl einen neuen Brecher gekauft haben. Der alte muss dann da hoch. Ist nicht weit. Ist nur Saarbrücken oben. Und dann also unseren alten hin und den neuen mitnehmen. AMT könnte abgeholt werden, aber wieder so eine Sache. Irgendein 936 könnte abgeholt werden, da weiß ich aber nicht, wo der steht. Schauen wir mal, was passiert alles heute. Ich kann die Kamera ein bisschen festhalten. Hier steht ein Markierfahrzeug von uns. Baggerfahrer übersehen. Gibt's doch gar nicht. Ich fahre jetzt hier einmal wieder rum, wenn ich hier rumkomme. Rein.
seinem Vorrat anzugehen. Sorry. Der vorbei ist. Ja, passt, alles gut. Au. Ich bin eben dran gefahren. Geladen. Aber hier allerdings noch ein recht großes Haufwerk. Hier haben wir. Ich fahre jetzt, sorry, ich muss kurz anmachen. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das brauche hier. Fernbedienung meine ich. Sorry, meine ich für die Wand. Ich fahre jetzt nach Hause, weiß jetzt auch, was ich mache. Ich fahre nach Koblenz und hole unseren neuen KMC. So, ich habe umgesattelt. Kilometer einfach. Ich bin bis 12 Uhr etwa da, je nachdem wie es staumäßig ausschaut. BF3 kommt auch nach. Wollen wir noch mal raus, mal noch schnell mein Tor zu und dann geht's ab da hoch. Es ist 10.37 Uhr. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Der Bagger, der KMC, ist nicht abholbereit. Das heißt, ich werde jetzt wieder drehen. Dann fahre ich runter nach Ludwigshafen und hole da den 936. Immer noch alles zugestellt. Normal komme ich hier rechts von der Seite raus. Ja, und da komme ich ja mit dem Schoß gar nicht mehr rum. Warum man
man aber nicht beide Seiten Parkverbot gemacht hat. Stellen sich hier vorne auch noch Autos hin. Später wieder rechts rum raus. Es ist wirklich absolut das Letzte hier. Ich muss jetzt gleich raus, muss mein Tiefbett hochheben. Zieh ich gleich den Bauzaun auf. Wobei. Später rechts rum raus. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Ich bleib hier stehen an der Seite. Der Bagger hat wieder. Cool, der Radlader steht noch da. Einen Löffel nehme ich mit. Der Radlader und der kleine Bagger steht noch da. Einen Löffel nehme ich mit, weil ich sonst nichts. Pedal hier, dass der gar nicht mehr richtig hoch oder gar nicht mehr schnell genug hoch geht. So, ich packe ihn ein bisschen sauber machen, bevor ich auf die Tieflader fahre. Ich fass es nicht. Die Sitzheizung ist an. Halt. Grad draußen und man hat die Sitzheizung an. Thank you.
Boxen hier wieder nicht sauber gemacht. So, mal hier den Löffel noch mal ganz zu. Hier der Haube Dreck rausfallen, denke ich. Hier der Stiel bei. Okay, jetzt ist der normale Weg, ist jetzt halt fertig. Jetzt habe ich aber hier diesen Kippschalter, ich hoffe, man kann das sehen, den halte ich ohne und ziehe den Stiel weiter bei. Und dann kommt er in die sogenannte Transportstellung. Und dann geht der Arm und der Löffel geht bei bis ganz hoch. Zack, fertig. Jetzt habe ich noch mal gute. Zentimeter bekommen, wo der Arm dann weiter runter geht. So, fertig. Muss ich mir von der Fahrhöhe muss ich mir gar keine Gedanken machen, das passt zu 100%. Ketten dran machen. Attacke. So. Wieder Wechsel. Sorry. Thank you.
das Schild sein. Bild wohl das Schild sein. So. Einmal. Ich weiß nicht, ob ich links rumfahren kann. Versuch macht klug. Ich muss hier halt zur Hälfte über die Insel hüpfen, purzeln, keine Ahnung. Als erwartet. Klingt besser als erwartet. Wenn man hier zu, dann ist ein bisschen leise. Heute haben wir wieder volles Programm. Ich fahre zuerst nach Sembach hoch, dann steht ein 1.22. Der bleibt in Sembach, der geht nur ein paar hundert Meter weiter. Dann komme ich hierher, lade den Teleskoplader. Der geht nach Baumholder. Baumholder lade ich eine Hebebühne. Die geht nach Wiesbaden. Und dann fahre ich vermutlich wieder nach Petersberg hoch, den 934 holen, den ich gestern Morgen abgestellt habe. Dem Baggerfahrer habe ich noch scherzhaft gesagt, gestern bis morgen Mittag. Sagte, oh, ich werde mindestens eine Woche brauchen. Mit Mittag kann ich schon wiederholen. Naja, egal, ich fahre jetzt mal hoch. Sembach, lad den Bagger. Wie gesagt, der ist nur ein paar hundert Meter. Fahren. Ich werde keine. Dachte, es wäre ein SK eben.
Teile nicht mehr. Gucken, wie es da aussieht mittlerweile. Lade ich den Teleskoplader, lade ich dort ab, lade die Hebebühne. Der geht übrigens dahin, wo ich die Hebebühne, die ich jetzt lade, die fahre ich rüber nach Wiesbaden. Da geht der, ich denke, nächste Woche. Ich weiß nicht genau, Genehmigung ist da. Der geht dann auch rüber nach Wiesbaden ins Zementwerk. Irgendwelche Brücken wegreißen, keine Ahnung. Ich nehme an, solche Bänderbrücken halt, wo die Bänder drüber gehen, die Transportbänder, sowas denke ich. So. Schauen wir mal. Wie gesagt, beim Holder jetzt ist es 8.30 Uhr. Dann gegen 10 Uhr da sein. Umladen. Dann nach Wiesbaden und dann nochmal Pirmasens heute. Okay.
mir gerade im Weg drin. Ja. Helmpflicht. Ich muss, weiß nicht, ob man es erkennt, dahinter sieht man so ein bisschen den Straße zwischendurch. Da hinter das Silo, das hier, oder hinter die Silos, die hier stehen. Dahinter muss ich dran. Da kann ich nicht hinfahren. Deshalb lade ich jetzt hier auf dem Schotterplatz ab und fahre das Ding per Achse hinter. Kamera lasse ich aus. Sorry. Ich darf die nicht filmen hier drin. Außer mich. Schönheit. Bis gleich.
halt nicht lange. Wenn er nicht ein bisschen weiter runter kann ich nicht mehr, ne? Stehe ich schon am... Kann ich noch rüber? Kann ich mit dem Arsch noch rüber? Ich würde mal so rausfahren wegen dem Anker. Sind noch kellische.